So, einen wundervollen guten Abend. Heute ist der 1. Juni 2023. Und jetzt ist ja aus dem Infoabend ein Themenabend geworden. Genau, die Stefanie hat schon die Anmeldung rein. Wer noch möchte, der kann sich, darf sich gerne anmelden. Findet man auch bei W14 Anmeldung. Genau. Jetzt haben wir ja schon in Anführungsstrichen drei Teile durchgearbeitet. Und jetzt geht's an das vierte Thema, die Geschichte von Mose als Einweihungsweg. Wenn wir in das Wort hineindenken, Einweihung, dann steckt ja das Wort ein drin. Anderer Begriff dafür wäre sich dem einen weihen. Einheit, gefährliches Wort in unserer Zeit, 1-4-Verbindung. Das wäre jetzt dieser Einweihungsweg. Einweihungswege finden wir im Urhebräischen. Mehrere Einweihungswege wäre mal der Weg durch den Tempel oder Opfer der Bibel gelesen hat, durchgearbeitet hat, dort findet er dann auch Einweihungswege. Dort heißen die ja Korban und Korban heißt Gott näher kommen, Gott nahe sein oder anders formuliert, der 1-4-Verbindung nahe sein. Auf Erden hier. Wenn wir Und bitte das ohne Wertung, wenn ich jetzt Tarot bitte, legt eure Kenntnisse von Tarot mit Kartenlegesystem und dann rufen wir an und dann fragen wir, wie wird der Tag morgen? Alles meine ich hier bitte nicht. Was ich hier meine, dass Tarot verschiedene Einweihungswege nach verschiedenen Lebenssituationen für den Menschen bereithält. So haben wir ja auch im Urhebräischen einen Einweihungsweg für gesunde Menschen. Jetzt kommt noch jemand rein. Und einen Einweihungsweg für erkrankte Menschen. Es sind zwei verschiedene Einweihungswege, die der Mensch dann zu gehen hat. Der gesund ist, macht es ja freiwillig. Und der erkrankt ist, macht es ja aus dem Gedanken heraus, wieder gesund zu werden. Und das sind zwei verschiedene Ausgangspunkte. Und daraus resultieren auch verschiedene Einweihungswege. So, dann das ursprüngliche Wissen und der konkrete Weg, Anweisungen zu seiner Seele. Wenn wir die Geschichte Mose mal hineindenken, dann ist es ein Einweihungsweg, nämlich es beginnt in Ägypten. Ägypten ist ja symbolisch immer unsere Welt. Und dort herrscht ja auch noch der Pharao. Pharao ist bitte das Ungebändigte in uns. Es wird ja meistens übersetzt, König von Ägypten und sowas. Und unsere Hausaufgabe ist ja bitte, im mentalen Bereich immer wieder daran zu denken, das ist zwar eine Geschichte im Sinne, damals ist es geschehen und damals ist dann Mose geboren und dann ist er aufgewachsen und, und. Das ist die geschichtliche Einleitung. Und wir wissen ja, dass wir diese Geschichte herauslösen müssen und was will uns die Symbolik erzählen für unser Verhalten hier auf diesem Planeten. Und dann ist nichts mehr mit Geschichte. Dass natürlich in irgendwas eingekleidet werden muss, weil es der Mensch mag, Geschichten zu hören, ist ein anderes Thema. Wenn einer sich die Mühe machen würde, die Zeit machen, nehmen würde und diese Symbole herauslösen würde und eine ganz andere Geschichte schreiben würde, wenn er die Symbolik kennt. Denkt bitte an verschiedene Romane, die
sehr konkret, ich denke gerade an Gustav Meyrinck, Grüne Gesicht oder Engel vom westlichen Fenster oder Golem, denn sind dort, ist es eine Geschichte, ein Roman. Nur dort sind Begriffe enthalten, die in Wirklichkeit symbolträchtig sind und in Wirklichkeit keine Geschichte darstellen, sondern einen Einweihungsweg darstellen. Und ich kann den wie einen Roman lesen. Und so ist es auch mit der Bibel. Ich kann das lesen, als damals ist es geschehen. Und was hat es mit mir zu tun, ist lange her. Und ich kann mal hineindenken, dass es mit mir ganz persönlich, ganz individuell was zu tun hat. Und darum geht's. Und wir sitzen zur Stunde in Ägypten. Und in uns wohnt als Eigenschaft, die sein muss, etwas Ungebändigtes. Und das ist der Begriff Pharao in der Bibel. Und die Frage ist, aber dieses Ungebändigte in uns weiter uns betreuen lassen von ihm, vom Pharao, als König, symbolisch gemeint, oder ob man aus diesem Feld Ägypten mit dem Pharao ausziehen, weggehen, rausgehen. Und dieses Rausgehen aus Ägypten bedeutet, dass wir dann in die Wüste ziehen. Und das ist auch wieder symbolisch gemeint. Wüste würde ja jetzt bedeuten, dass dort nicht der Pharao ist, nicht das Ungebändigte ist in uns. Dass jetzt in uns ein Zustand ist, wo nicht Kirchweih ist, sondern dort ist jetzt eine bestimmte Ruhe. Und jetzt können wir natürlich die Frage stellen, wenn wir diese Geschichte schreiben müssten, wollten, wir brauchen eine Einleitung im Sinne von, da gibt es einen Rummelplatz und dort ist auch ganz schön was geboten und dort werden wir immer motiviert, das noch zu besuchen, das noch zu machen, da noch uns hinzusetzen. Und dann wird man überlegen, was suchen wir denn für dieses Weggehen aus dem Rummelplatz? Was würden wir für eine Örtlichkeit suchen? Was für Symbolik würden wir suchen, das verkörpert jenseits des Rummelplatzes? Vielleicht ein bisschen salopp formuliert, würde man sagen, wir gehen in den Wald raus und dort sind wir alleine. Ganz alleine weg vom Rummelplatz. So, und wenn wir dort rausgehen, dann begegnen uns dort andere Lebenssituationen, als wenn wir weiter auf dem Rummelplatz sind. Und so lässt sich das übertragen, natürlich auch auf unserem Wald. Und jeder von uns würde dann sagen, wenn du dich vor dem, was in dir wohnt, dieses Ungebändigte schützen möchtest oder das nicht mehr zum Tragen kommt. Und in Ägypten die große Möglichkeit besteht, dass das immer wieder aktiviert wird. Was machen wir? Dann müssen wir irgendwo anders hin. Und das wird in der Bibel als in die Wüste gehen beschrieben. Es wird ja auch noch beschrieben, dass in Ägypten die dann die Ägypter, symbolisch gemeint wieder, also in uns bestimmte Eigenschaften, dann auch nachgerufen haben, kommt wieder zurück, was wollt ihr da, kommt wieder zurück. Und das lässt sich auch wieder eins zu eins übertragen auf uns, dass wer beginnt, in die Wüste zu gehen, im Wald zu gehen, natürlich immer mal noch aus Ägypten Anrufe kommen. Dass die uns rufen und sagen, komm zurück, was soll der Blödsinn? Was willst du im Wald? Was willst du in der Wüste? Hier ist doch was los und dort ist nichts los.
Und so geht das Ganze dann ja auch weiter. Ganz zentraler Punkt noch, bei Pharao ist ja diese Schlange noch. Und wenn wir hineindenken, warum ist jetzt dort wieder eine Schlange? Wir hätten ja auch ein anderes Tier, einen Drachen, dann wären wir im ägyptischen Bereich wahrscheinlich mehr angesiedelt. Aber jetzt haben wir dort eine Schlange. Und diese Schlange wird zum Stab. Und jetzt können wir wieder die Frage stellen, was will uns das symbolisch erzählen? Wir haben eine Schlange, wir haben einen Stab. Und dann wirft er den Stab hin. Und wenn wir, die jetzt dabei waren bei den anderen Abenden, die wissen, dass dieser Stab unsere Wirbelsäule ist. Jetzt können wir wieder fragen, hätten sie auch in was anderes einkleiden können? Jetzt haben sie es halt in den Stab eingekleidet. Und unsere Wirbelsäule hat ein Nervensystem. Und da führt ein Nervensystem weg von uns und ein Nervensystem hin zu uns. Und die Frage ist, was lasse ich mit meinem Nervensystem machen? Lasse ich das von der bösen Vier weiter anstacheln? Denkt bitte, die im Kurs waren, an das Stachliche, weiter anstacheln. Oder kann ich das Ganze beruhigen, damit diese andere Seite, die rechte Seite meines Nervensystems, diese Energie hat, um diesen Ausgleich herzustellen, diese Ausbalancierung erstmal herzustellen. Weil wenn nur Rummel platzt, dann ist das Nervensystem der linken Seite richtig gut aktiviert. Und damit ist keine Möglichkeit des Rückweges. So, weil wir gerade an Schlangen, denkt bitte auch, wenn wir im fernöstlichen Bereich sind, an die Kundalini-Schlange, ja, Kundalini-Schlange oder auch Kundalini-Yoga, wer über diesen Weg diese Ruhe haben möchte. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich bediene mich externer, ich wollte jetzt das Wort nicht benutzen, Hilfen, externen Möglichkeiten, ja so, externen Möglichkeiten, oder ich bediene mich meinen inneren Möglichkeiten. Beide Wege dürfen sein. Gibt welche, die sagen, externe Hilfe ist weniger gut, man muss alles über sich abwickeln und diesen Weg gehen. Externe Hilfe wären jetzt magische Operationen zum Beispiel oder sowas. Oder Mysterien, wenn wir uns nochmal ins Griechische hineindenken, wo der Mensch in Kontakt gebracht wird mit bestimmten Symbolen und damit gearbeitet wird. Und es macht dann mit ihm was. Können wir ein bisschen übertragen auf homöopathische Mittel. Dort ist es ja auch so, der nimmt was und es macht was mit ihm. Der muss nicht mal wissen, dass man es ihm gibt. Und so müssen Menschen mit bestimmten Sachen in Kontakt gebracht werden. Und dann geschieht was mit ihnen. Das ist dieses Externe. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass einer sagt, ich mache das mit meiner Mentalebene. Mit meinem Denken, mit meinen Gedanken. Die zweite Möglichkeit. Beide dürfen sein, dass man jetzt keine Wertung reinlegen, gell? Und dort bedeutet das, dass ich immer mehr darauf fürsorglich achte, dass dieses Ungebändigte nicht mehr an mein Gehirn kommt.
dass der Pharao nicht mehr Besitz von meinem Gehirn nimmt. Wir könnten auch anders einkleiden und sagen, die böse Vier immer weniger Möglichkeiten hat, dass durch meine fünf Sinne das wahrgenommen wird. Wir reden hier böse Vier. Wir haben ja noch die Vier, gell? In der wir leben und aus der wir auch nicht rauskommen. Deswegen heißt es ja 4 plus 1 und nicht 1 alleine. Weil in allen Überlieferungen heißt es, du musst die 4 mitnehmen, weil du hier auf Erden bist, weil sonst wäre es ja wieder Weltflucht. Du musst es auch hier erleben, weil du in dieser Welt bist und nicht irgendwo in irgendwelchen anderen Welten unterwegs bist. Deswegen brauchen wir auch diese Welt nicht verteufeln, sondern können sie hinstellen und raussuchen, was könnte denn noch das Ursprüngliche dabei sein. Und das meint dann ja in unserem Kontext diese gute Vier. So, was haben wir noch? Dann haben wir das im Wasser, nackte Frösche. Und dann kommen ja diese ganzen Plagen, wenn ihr euch erinnert. Die böse Vier aus Sicht der 1-4-Verbindung sind es alles Plagen, die an uns herangetragen wird. Vielleicht ein anderes Wort für eine Plage. Es ist eine Plage, die böse Vier erstmal. Da brauchen wir hier nicht groß herummachen. Und es ist aus Sicht der 1-4-Verbindung, ist alles, was nicht im Sinne der 1-4-Verbindung ist, eine Plage. Denk bitte hier auch an das rein rationale Denken. Wenn wir nur rational denken, nur messen wollen, nur Nutzen haben wollen, nur begreifen haben wollen, dann ist es schon eine Plage. Und Wasser wird zu Blut, habe ich ja hierher geschrieben. Das findet ihr auf meiner Homepage beim Infos zu den Kursabenden. Wasser ist Symbolik dieser Welt, die nur Wasserwelt, die nur vier. Und Blut, wenn ihr euch erinnert, ist der Sinn des Lebens. Und deshalb auch Wasser wird zu Blut. Das Leben in der Wasserwelt bekommt was Sinnhaftes. Und Sinnhaftes ist die 1-4-Verbindung. Und die Frösche, die sind ja nackt. Und das solche Symbol liegt dahinter, der ist nicht mehr mit der bösen Vier. Der hat die böse Vier sozusagen ausgezogen. Und deswegen unsere Frösche dann auch das von der Dualität entblößte, heißt es ja auch. Dualität ist ja nur die Vier, gell? Im Sinne von, wir leben in der Dualität. Die Aufgabenstellung heißt es, wenn ihr euch erinnert, in diesen non-dualen Zustand zu kommen, in diese Ruhe zu kommen, in diesen Zustand zu kommen, nichts mehr zu denken. Dass wir hier bitte nochmal innehalten. Manche denken, wenn sie jetzt nichts mehr denken, dann ist das irgendwie komisch. Nur das Ziel ist manchmal nichts zu denken. Weil das ist der Zustand der Non-Dualität. Und sobald ich denke, bin ich in der Dualität. Und der Pharao wünscht sich ja, dass die Menschen immer denken, 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 weil dann sind sie, dann hat der Ungebändigte, weil wir wollen ja uns bändigen im Sinne dessen, wir wollen ja die 1-4-Verbindung und das Ungebändigte möchte weiter in uns gerade in unserem Mentalbereich mitmischen. Hier kommt mir immer der Gedanke mit unserer 10. Tarotkarte. Bitte auch wieder Tarot nicht im Sinne von Karten legen und, und.
sondern im Sinne von, was will uns die Karte als Einweihungsweg erzählen? Und da haben wir ja dann das Rad des Schicksals. Das Schicksal bitte Heilung nehmen, nicht jetzt zuordnen Schicksal, oh, da passiert was Schlimmes, sondern schicken, senden. Ich versende an euch etwas. Und Saal ist heilen, Heilung, heilig. Und außenrum dreht sich das Rad. Und die Aufgabe bei dem Einweihungsschritt 10 ist, dass wir auf diese Nabe kommen, in diese Ruhe kommen. Das Außen dreht sich das Ganze und wird sich auch weiter drehen. Gibt es dann noch das linke Drehen, das böse Drehen und das gute Drehen? Ist dann das rechte, dreht sich in zwei Richtungen, wenn wir jetzt in die Tiefen dieser Karte hineingehen. Und unsere Aufgabe ist, in diese Nabe zu kommen. Weil dort dreht sich nichts. Und damit entsteht diese Ruhe. Dieses Nichtsdenken. Und dieses Nichtsdenken hat den Vorteil, dass wir aus der Polarität herauskommen, aus der Dualität herauskommen und in den non-dualen Zustand kommen, der ja in den vergangenen drei Veranstaltungen ja immer wieder thematisiert worden ist. Und denkt bitte an die Thematik Lammich. Dort ist es ja sogar unser zentrales Thema, dass in uns Eigenschaften wohnen, dass wir den Wechsel vornehmen können von der Dualität in die Non-Dualität. Uns braucht also niemand kommen, dass wir nicht die Menschen, meine hier nicht die Wesen, die Menschen nicht die Eigenschaft in sich hätten, in diesen Ruhezustand zu kommen und diesen Wechsel vornehmen können. Weil bei Lamech, wenn wir es bitte wieder entgleiten als Geschichte und direkt die Frage stellen, was hat es mit uns zu tun? Dann lesen wir dort heraus, dass uns dort mit die Eigenschaft gegeben worden ist, aus der Dualität hinüberzutreten in Non-Dualität. Das haben wir ja noch als Voraussetzung gebraucht, bevor wir ja dann zu Noah kommen. Weil wenn wir diese Eigenschaft nicht bekommen hätten, wäre die Sache mit Noah sinnlos gewesen, weil wir hätten es nie erreicht. Also wurde vorher uns die Eigenschaft gegeben und die wohnt in uns. Und wir denken immer dran, Pharao möchte natürlich das Ganze ganz anders sehen. Denn dessen Aufgabe ist ja auch, dass wir nicht zur 1-4-Verbindung kommen. So. Heuschrecken haben wir dann natürlich auch wieder die gleiche Thematik, können wir anders Wort dafür benutzen. Die Plage der Fliegenschwärme der Gedanken. Der sich ein bisschen mit der Symbolik beschäftigt hat, weiß ja, dass Fliegen immer Vielheit bedeuten. Symbolisch, gell? Deswegen brauchen wir jetzt keine Fliegen erschlagen. Aber symbolisch, immer wenn Fliegen irgendwo auftauchen, in Urhebräischen, dann ist dort gemeint die Fliegenschwärme der Gedanken im mentalen Bereich. Natürlich auch die Fliegen, die ja, vom Gestank angezogen werden. Und der Gestank ist wie der böse Vier. Wir sind mal wieder in der Symbolik zu Hause, gell? Und immer wenn Fliegen, wir können das auch übertragen auf unseren Geschmack, bitter ist immer die 4 und süß ist immer die 1-4-Verbindung. Das soll nochmal andere Symbolik haben, wenn ihr Texte liest. Symbolisch gemeint, wenn wir jetzt wieder was einkleiden müssten in den Text,
Und wir waren zusammen weg und der Abend war süß. Und wir tranken auch noch süßen Wein. Wein ist 1-4-Verbindung. Deswegen gibt's beim Abendmahl, bitte ohne Wertung, Kirchen, Brot und Wein. Wein ist immer die fertige 1-4-Verbindung. Deswegen marschiert ja Jesus auch in den Weinbergen herum. Deswegen finden wir immer wieder die Trauben in den, das ist noch Unfertige. Und das muss dann zu Wein werden. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Wir ziehen es natürlich schnell rüber, wenn der betrunken ist, dann erzählt er die Wahrheit. Aber ich denke, dass die da andere Symbolik dahinter gelegt haben. So, was haben wir noch? Ja, der Tod der Erstlinge hört sich am ersten Moment ein bisschen erschreckend an, gell? Der Tod der Erstlinge finden wir übrigens auch. Denkt bitte, Pharao hat auch alle Erstgeborenen töten lassen. Das finden wir auch in der Geschichte Jesus wieder. Die ersten Erstgeborenen getötet werden. Das will uns immer erzählen, dass diese Erstgedanken in uns, dass wir die irgendwie schon dann wieder verscheuchen müssen, wenn es um die böse Vier geht. Und das meint immer der Tod der Erstlinge, Transformation der Gedankenkeimlinge, wie es so schön übersetzt heißt. Das heißt, wenn in uns Erstgedanken kommen, die kommen dürfen, dass wir die dann, ist jetzt gemeint, dieses Wort, wieder abtöten, töten, tot machen, damit sie nicht weiter arbeiten können. Und das meint auch immer, wenn wir in der Bibel hören, dass von den Erstlingen. Bei Pharao wird es gefährlich, weil er tötet nämlich diese Erstlinge, die 1-4-Verbindung wollen, diese Erstlinge tötet er. Und aus seiner Sicht hat er recht, ich muss dies gleich schon mal im Keim alles ersticken, würde man heute sagen, dass die gar nicht weiter denken können. Und wenn der Erstgedanke hochkommt, dass der sofort dann getötet wird. Deswegen werden wir auch, ich denke, das habe ich schon mal erzählt, in der Bibel um Ägypten ist eine Mauer. Und die Kinder werden in der Mauer einbetoniert. Kinder wäre Entwicklung für die 1-4-Verbindung in dem Zusammenhang. Die werden ja in dieser Mauer einbetoniert, damit der Mensch seine Kinder nicht entwickeln kann hin zur 1-4-Verbindung. So, was haben wir noch ein bisschen hier drin? Überschreiten der Schwelle. Da habe ich ja heute mit Michael das Interview gemacht, das Gespräch. Es gibt uns hier mit unserem Bewusstsein. Dann wohnt in uns ein anderes Wort dafür, das ist alles noch, wo die böse Vier mitmischen kann, vor der Schwelle. Und dieses vor der Schwelle gilt es ja für uns zu überschreiten, dass wir sozusagen im Jenseitigen sind. Leben im Diesseits und Jenseits, würde das jetzt heißen. Und unsere Aufgabe ist ja, hier in dieser Welt hinter diese Schwelle zu kommen und an dieser Schwelle, das erzählen jetzt bitte wieder alle Traditionen, wimmelt es von Wesen, die die Aufgabe haben, uns wegzuführen von der 1-4-Verbindung.
wenn wir es wieder einkleiden wollen in Begriffe, dass wir wieder ein Bild haben, Dämonen, unsere gefallenen Engel gehören damit hinein. Aber bitte das immer als Einkleidung in etwas sehen und denken und uns befreien von dem Personifizieren. So, und diese Energie, die dafür da ist, dass wir in die böse Vier gezogen werden, die sind vor der Schwelle. Wenn wir mal hineindenken in die Dodenbücher, ob jetzt Ägypten oder Tibet, und dort haben wir ja auch die Situation, dass nach dem Tode diese Energie weiterhin wirkt, dass wir auf ihre Seite kommen. Und dort heißt es ja, wer sein Leben verbracht hat in der bösen Vier, der geht automatisch in diese Richtung und lässt sich von den, ja, ein bisschen eingekleideten in unsere Welt abwerben. Nicht, es ist nicht wirklich ein Abwerben, sondern der muss da gar nicht viel machen, weil wer sein ganzes Leben in der bösen Vier verbracht hat, der hat ja auch in dem Bewusstsein hier oben drin, wo er ja noch ein Bewusstsein hat, ist ein bisschen ein anderes Bewusstsein als wir hier auf Erden, aber er hat noch ein Bewusstsein, nur eine Stufe höher. Nur dieses Bewusstsein stammt aus dieser Welt. Und wenn der dann hochgeht und dort in dem Badezimmer ist und dann die vorbeikommen, dann geht er, wie heißt es in Überlieferung, der geht schon automatisch mit, weil er gar nichts anderes kennt. Und wird dann, bekommt dort dann ein Vereinsmitgliedsbuch für die nächsten Inkarnationen, die Energiefelder, dass er dann inkarnieren muss. Das sollt ihr uns bitte auch immer bewusst sein. Die Schwelle haben wir auch, weil ich gerade dran denke, auch im Traum. Da gibt es ein Träumen vor der Schwelle, das kennt ihr, da wo so wirres Zeug kommt und ab alle paar Minuten was anders ist. Und wir wissen gar nicht, wie lang dieser Traum ist, weil er ja in einer Phase ist, wo diese Schwelle ist, wo diese Energie, diese Wesen nicht mehr in direkter Art und Weise mit unserer Raumzeitwelt zu tun haben. Weil wir sind ja schon ein bisschen höher und so ist ja auch im Schlaf. Wir müssen aus dem Schlaf erwachen, um nachträglich festzustellen, dass wir geträumt haben. Im Traum selber merken wir es ja gar nicht. Außer, dass wir dieses haben und erst wenn wir aus dem Traum erwacht sind. Und hier gibt es eben zwei Arten von Träumen. Einen Traum vor der Schwelle, wo die Herrschaften uns da die Träume reinjagen als Energie und dann einen Traum hinter der Schwelle. Und dieser Traum ist nur Symbolik und hat nichts mehr mit einem zeitlichen Geschehen zu tun. Hier geht es nur noch um das Herauslösen der Symbolik von dem, was ich geträumt habe. Und es sind ganz andere Träume, weil es Zustände sind und keine Träume. Und das ist hinter der Schwelle. Weil ich jetzt gerade nochmal dran denke. Überschreiten der Schwelle. Dann irgendwann, wenn diese Thematik, die Verstillung des Geistes noch, Überschreiten der Schwelle, und was noch weg muss, was in der Zweiheit existiert. Und dann kommen wir ja irgendwann, dass Mose dann auf den Berg steigt. Sinai. Berg bitte immer höchstes Bewusstsein, gell? Das hatten wir ja Ararat bei Noah auch. Berg ist kein Berg im Sinne, jetzt fahren wir in die Alpen, sondern Berg meint immer höchstes Bewusstsein. Darunter haben wir ja unser eines Bewusstsein. Und anderes Wort dafür wäre der Ursprung, höchstes Bewusstsein. Und dann geht Mose ja hoch und dann ist noch der Dornenbusch, Dornbusch,
der Brennende, der nie geschichtlich gesehen erloschen ist, weil der mit unserer Wirbelsäule zu tun hat. Der darf auch bitte nie erlöschen im Menschen, weil dann käme er nicht mehr durch. Das ist diese Energie, diese Feuerenergie, die man ja auch in der Alchemie hervorragend finden, wer Alchemie sieht als Einweihungsweg. Und auch im Fernöstlichen haben wir das auch. So, und dann ist er oben im höchsten Bewusstsein der Mensch, weil es ist ein Zustand in uns, um dieses Wissen. Der Bruder Aaron, der Bruder mit Eigenschaft von Mose in uns, der ist ja der, der das Ganze dann handeln muss, würde man jetzt ein bisschen salopp sagen. Dann bitte hier nochmal langsam. Hier sind wir gerade in dem Zustand höchstes Bewusstsein Mose, wenn er oben am Berg ist. Er ist nicht in der Atama, sondern jetzt im Ursprung, im höchsten Bewusstsein. Und dort ist JHWH zu Hause. Ich mache es jetzt ganz bewusst langsam. JHWH zu Hause. Der Gott der Stille. In uns. Und dort führt jetzt Mose, noch besser formuliert, Gott spricht jetzt mit Mose. Das kann nur im höchsten Bewusstsein sein. Und das ist auch nicht ein Sprechen, wie wir sprechen. Und hat ja dem Mose gesagt, was sein Bruder Aaron zu erledigen hat. Weil das ist ja wieder unser aktiver Teil für diesen Prozess. So, und dann hat Gott mit ihm gesprochen. Es wird ja in der Überlieferung gesagt, ein Sprechen in der Stille, weil dort kann es kein Sprechen mehr sein wie bei uns, sondern irgendwo habe ich mal gelesen auch, das ist ein Sprechen ohne Hören. Aber es ist jetzt, das, um es nochmal symbolisch einzukleiden, dass es ein ganz anderes Sprechen ist, okay? Ja, und dann war er oben, hat mit ihm gesprochen. Also Gott hat mit ihm gesprochen. Er hat gehört und dann ist er ja wieder runter. Auch vom höchsten Bewusstsein. Und dann war er wieder ganz unten. Und dann hat sein Volk um das goldene Kalb getanzt im Kreis. Jetzt können wir wieder denken, er ist ja mit seinem Volk ausgezogen, mit seinen Eigenschaften. Gell? Volk meint immer unsere Eigenschaften, dass wir das Bild nochmal haben. Ist mit seinem Volk ausgezogen. Wenn wir rausgehen aus Ägypten, nehmen wir auch unser Volk mit, unsere Eigenschaften. Und dann ist er wieder runter und jetzt hat er gesehen, wie sein Volk ums goldene Kalb tanzt. Golden bedeutet hier besonders wertvoll, aber bitte im negativen Sinne. Goldene Kalb bedeutet, dass jetzt sich alles wieder nur um diese vier dreht. Und Kreis auch noch bitte, ihr denkt Kreis 360 Grad, kommt kein Mensch raus und erzählt ja uns der Jahreslauf, dass wir 365,25 Tage haben und nicht 360, weil bei 360 käme er nicht mehr raus. Symbolisch gemeint. So. Und die sind ums Kalb getanzt. Und dann, er hat ja die 10 Worte mit runtergebracht. Die Empfehlungen Gottes sind ja nicht 10 Gebote, das mögen die Kirchen den Menschen erzählen, aber das steht nirgends geschrieben, dass es 10 Gebote sind, sondern 10 Empfehlungen Gottes, wie sich der Mensch
für die 1-4-Verbindung zu verhalten hat. Das ist eine Empfehlung. Und sagt, wenn du das machst, dann kommst du der 1-4-Verbindung näher. Wenn du das machst, kommst du der 1-4-Verbindung machst. Und wenn du die E brickst, die 1-4-Verbindung brickst, dann kommst du nicht hin. Und wenn du die 1-4-Verbindung abtötest, kommst du auch nicht hin. Das sind einfache Aussagen. So, und dann hat er ja die mitgebracht. Und jetzt vermenschlichen wir den Mose mal bitte. Weil das Volk, sein Volk, ums goldene Kalb getanzt hat, während er oben war im höchsten Bewusstsein, hat er ja dann die Tafeln ja, kaputt gemacht, nenne ich es mal so, am Boden geschmissen und die hat es dann ja, waren kaputt. Und deswegen musste er ja dann nochmal hoch und die Tafeln dann nochmal holen. Was will uns das erzählen, dass wenn ein Mensch im höchsten Bewusstsein angelangt ist, muss er wieder runter in diese Welt. So. Ein bisschen einfach formuliert, kein Mensch ist ständig erleuchtet. Und da können wir auch ein Fragezeichen stellen, wie weit diese Guru-Ideen im fernöstlichen Bereich auch nicht einem bestimmten Gedankengut gefolgt ist in unserem Verständnis. Und wir müssen zu dem Erleuchteten fahren und der macht es dann mit uns schon. Und dann müssen wir nochmal zu einem Erleuchteten fahren und der macht es mit uns. Übrigens, das ist alles Außenwerkzeug, gell? Mysterien, Außenwerkzeug. Und nicht, dass ich mache es von mir heraus, von innen heraus. So, und dann ist er nochmal hoch, hat wieder geholt, wieder runter. Dann haben wir noch die Situation mit den, dass sie von der Schlange gebissen wurden, sein Volk. Schlange bitte hier gerne unsere dynamisierten Kräfte, die wieder nur Entwicklung wollen, nur Richtung Böse 4, wenn es nicht gebändigt ist. Und dann wurde ja ein Kreuz gemacht und dort eine eherne Schlange, eine aufgerichtete Schlange. Und jeder, der die angesehen hat, das Kreuz ist aus Kupfer, wenn wir in die Metallsymbolik gehen. Und ja, jeder, der es angesehen hat, der ist wieder gesund geworden vom Schlangenbiss. Hier denken wir bitte an unseren Aesculap-Stab, den wir ja kennen. Hier können wir wieder ins Kundalini-Yoga denken. Hier können wir wieder an unsere Wirbelsäule denken, an unser Nervensystem denken. Ja, und irgendwann sind sie dann weitergezogen ans Wasser. Und dann hat sich geschichtlich gesehen das Wasser geteilt. Und die sind durchgezogen. Hier Wasser wieder. Hier geht es um unsere Welt. Dass sich dann unser Bewusstsein, wenn wir diesen Weg gehen, teilt im Sinne, dass Wasser, diese Welt teilt sich. Es entsteht ein ganz anderes Bewusstsein. Weil wenn wir dann die Polarität, die Dualität verlässt, dann teilt sich das Ganze. Und wir müssen da drin nicht mehr schwimmen, sondern wir können das aus der Non-Dualität heraus ganz anders wahrnehmen, ganz anders sehen, ganz anders empfinden. Natürlich sind dann aus Ägypten nochmal die Reiter gekommen, wenn ihr euch erinnert an die Geschichte. Klar müssen die nochmal vorbeikommen. Die Triebe, Pferde sind in der Symbolik, auch in der griechischen Symbolik, auch immer die Triebe im Menschen. Da gibt es ja auch im Griechischen die goldenen Pferde, die goldenen Triebe, also die starken Triebe. Und dort hinein denken. Aber es ging durch und dann ging es ja, wie es so schön heißt, ins gelobte Land.
Kanaan und das gelobte Land ist die 1-4-Verbindung. Und das ist die Geschichte von Mose, eingekleidet in Symbolik. Und damit ist es ein Einweihungsweg und den werden wir an den 4+1 Abenden durcharbeiten, in bekannter Weise. Ja, manche von euch denken, ich habe ja schon das Buch, es dauert leider Gottes ein bisschen mit der Auslieferung, weil der Verlag die Druckerei gewechselt hat und dort gibt es gerade Wachstumsbereiche, um das reibungslos über die Bühne zu bringen. Aber so ist das Leben. Ja, die Anmeldung hat die liebe Stefanie Rhein. Es geht nächsten Mittwoch los, 7. Juni, genau 19.30 Uhr, wie immer bekannt. Anmelden, wie immer, über W14. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns gemeinsam nächsten Mittwoch, 19.30 Uhr, wieder bei Zoom sehen, erleben und weiter durchblättern mit dem Ziel, nicht gescheiter zu werden, sondern mit dem Ziel, dadurch, dass es mit dem Menschen und seinem Bewusstsein etwas macht. Weil da macht es Klick und da macht es nochmal Klick und da macht es nochmal Klick. Und es geht darum, dass das Bewusstseinsinhalte Klick machen, damit einmal mentale Ruhe entsteht und zum anderen immer wieder Bewusstseinstüren geöffnet werden für die 1-4-Verbindung. Das ist meine Motivation, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe. Anderes Wort dafür: Es macht mit dem Menschen was, er muss gar nicht merken, das, was mit ihm passiert. Und es macht was mit ihm. So, dann lasst uns Feierabend machen für heute. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr beigewohnt seid. Ich wünsche euch einen wundervollen Donnerstagabend. Vielen Dank. Ja. Ja, schönen Feierabend, lasst es euch gut gehen und träumt was Schönes. Hinter der Runde bitte. Ja? Also, okay. Ciao. 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 Tschüss. 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 Tschüss.